Ja, das Risiko für Gefäßerkrankungen steigt mit zunehmendem Alter und viele Patienten haben auch mit zunehmendem Alter den Verlust ihrer Nierenfunktion. Darüber wollen wir jetzt sprechen und ich begrüße bei mir ganz herzlich Professor Hülig Dürr. Er ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Chirurgie. Schönen guten Tag, hallo. Guten Tag. Viele Patienten brauchen eine Blutwäsche. Warum ist das denn so? Ja, es gibt viele Krankheiten, die die Nieren kaputt machen. Mittlerweile gibt es in Deutschland ca. 2 Millionen Patienten, die an einem Vorschaden der Niere leiden und immerhin 80.000 Patienten, die schon die Blutwäsche brauchen. Hauptursachen sind dabei der Diabetes mellitus, die Blutzuckerkrankheit, die Arteriosklerose, aber auch spezifische Erkrankungen der Niere. Wie können Sie als Gefäßchirurg diesen Patienten denn helfen? Ja, wir helfen diesen Patienten sehr gerne. Wir können dem Patienten eine sogenannte Lebensader vermitteln. Das heißt, wir können ihnen Katheter implantieren, über die diese Blutwäsche durchgeführt wird. Wir können Katheter implantieren, über die eine Bauchfelddialyse durchgeführt wird. Aber am häufigsten verbinden wir eine Arterie mit einer Vene zu einem sogenannten Shunt, über die dann die Blutwäsche an einer Maschine durchgeführt wird. Von der Dialyse haben viele bestimmt schon gehört, aber wie genau funktioniert die dann und wie oft muss die überhaupt erfolgen? Da gibt es wieder die verschiedenen Verfahren. Die häufigste ist hier die Hämodialyse, also dass das Blut gewaschen wird und von Giftstoffen befreit wird. Hier wird der Patient an Schläuche angeschlossen über Nadeln und die saugen das Blut ab. Und dieses Blut geht in die Maschine rein und die Maschine reinigt dann das Blut von den Giftstoffen, was eigentlich die Funktion der Niere ist, die es aber in dem Fall nicht mehr kann. Und wie oft muss man jetzt in die Dialyse? Ja, also diese Blutwäsche, die findet dann mindestens 3-mal in der Woche statt und da geht der Patient in ein Dialysezentrum, heimatnah, und dort wird dann die Blutwäsche an den Maschinen durchgeführt und es dauert circa 3 bis 4 Stunden pro Sitzung. Da sitzt der Patient in einem Stuhl und kann sich einen Film anschauen, aber das ist schon eine sehr hohe Belastung auch für diese Patienten. Was sind denn prinzipiell die häufigsten Behandlungsverfahren? Sie haben vorhin den Shunt angesprochen. Was ist das zum Beispiel? Der Shunt ist unsere häufigste Operation, die wir bei den Patienten durchführen. Wir schaffen damit eine Verbindung zwischen einer Vene, die das Blut eigentlich von den Beinen zum Herz zurückbringt, mit einer Arterie, die das Blut vom Herzen zu den Beinen bringt, und machen einen sogenannten Kurzschluss, ja, eine Kurzschlussoperation. Dadurch steigt der Fluss in der Vene. Die Vene wird dicker, die reift, so nennen wir das. Und dann kann man diese Vene leicht punktieren und darüber die Blutwäsche durchführen. Wenn man so einen Shunt jetzt nicht einsetzen würde, was würde dann mit dem Patienten passieren? Da das ja Patienten sind, deren Nieren nicht mehr funktionieren und die Aufgabe der Niere ist, das Blut von giftigen Stoffen zu reinigen, dann verbleiben diese giftigen Stoffe natürlich im Körper und das ist mit dem Leben eigentlich nicht vereinbar. Ja, der Patient würde sterben, wenn er diese Blutwäsche nicht hätte. Was gibt es noch für andere Behandlungsverfahren? Die anderen Verfahren, was wir meistens nur als Übergang benutzen, wären diese Katheter, die wir auch hier jetzt Ihnen zeigen möchten. Sie haben ja einiges mitgebracht. Was genau ist das? Genau, da haben wir einmal einen Dialysekatheter, den man unter die Haut verpflanzt und in eine Vene reinbringt. Wir haben aber auch einen Katheter, der in den Bauch platziert wird, wo man dann diese Peritonealdialyse durchführt. Da bekommt der Patient eine Flüssigkeit eingeführt und diese Flüssigkeit reinigt über das Bauchfell, was ja sehr groß ist, dann auch von den Giftstoffen und das kann der Patient sogar alleine zu Hause machen. Welche Voruntersuchungen werden denn benötigt vor einer Behandlung? Wir müssen natürlich schauen, ob die Gefäße überhaupt geeignet sind, um einen Shunt anzulegen oder ob im Bauch das geeignet ist, diese Bauchfelddialyse durchzuführen. Dafür würden wir im Vorfeld eine Ultraschalluntersuchung machen, die ist nicht schmerzhaft für den Patienten und schauen uns die Gefäße dort ganz genau an. Und diese Operationen finden dann in der Regel auch in lokaler Betäubung statt. Der Patient kommt morgens ins Krankenhaus und kann in der Regel abends auch wieder nach Hause gehen. Jetzt geht die Entwicklung ja immer weiter. Wohin geht sie denn gerade in der Chirurgie von Dialysepatienten? Ja, wir als großes Klinikum haben uns auch den Auftrag gestellt, dass wir auch diese Erkrankung erforschen wollen und hier einen neuen Beitrag schaffen wollen. Wir testen hier neue Verfahren. Zum einen waren wir die erste Klinik in Bayern, die eine sogenannte endovaskuläre Shunt-Anlage durchgeführt hat. Da wurden über Magnete eine Verbindung zwischen Arterie und Vene geschaffen, nur durch Punktion, ohne dass wir schneiden mussten. Wir machen aber auch Stabilisatoren auf die Anastomosen, auf die Verbindungen zwischen Vene und Arterie. Und damit wollen wir die Langlebigkeit dieser Shunt-Verbindungen
erhalten und verbessern. Patienten, die auf die Dialyse angewiesen sind, haben die jemals die Chance, davon wieder wegzukommen? Ja, aber das gelingt natürlich nur mit einer Nierentransplantation. Da arbeiten wir natürlich auch mit den Kollegen der AVT zusammen, mit unserer Allgemeinen Viszeral- und Transplantationsklinik und natürlich auch mit der zweiten medizinischen Klinik, mit den Nephrologen. Gut. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Professor. Dankeschön. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es weiter mit dem Gesundheitstipp. Diesmal geben wir Ratschläge, wie wir unsere Gefäße am besten fit halten.